Platziert einen Hallo und Landfried in willkommen eure Burg zu anzulegen, euren Strongholds. Gnaden. Wir spielen die vierte Mission. Platziert In euren dieser Herrn müssen bei der wir Sphäre. alle Feinde beseitigen und das sollte eigentlich kein Problem sein. In dieser Mission haben wir nur Käsereien zur Verfügung, was die Nahrungsmittel betrifft. Man wird nachher im Laufe des Spiels ja vor ja fast von muhenden Kühen erschlagen, ja. Die gehen, naja, die werden uns später noch ziemlich auf die Nerven gehen. Der Feind, sprich die Ratte, wird mit ihren Truppen hier vorne starten. Und wir haben hier einen Aufgang und hier einen Aufgang und hier hinten eine kleine Lücke, die wir sichern müssen. Ich habe das Ganze ja schon mal vorgespielt und kann daher sagen, dass sich die Truppen ungefähr hier aufteilen in einen Strom, der hier oben lang geht und einen, der hier unten lang geht. Ja, wir müssen uns ziemlich schnell daran machen, möglichst viel Nahrung zu produzieren. Und dann auch möglichst schnell uns daran machen, hier Pfeile zu produzieren. Denn eins sollte uns nicht passieren, nämlich dass wir hier eine ja, halbwegs befestigte Burg haben, aber dann keine Bogenschützen, um die Feinde zu bekämpfen. Das wäre ein bisschen, naja, nicht gut. So, während das erste Holz kommt, gucken wir mal, wo wir die nächsten Wir Farmen haben nicht genügend platzieren Holz, mein können. Lord. Wir brauchen hier vorne ein bisschen Platz für ein Tor. Die sind ein bisschen, ja, sperrig. Aber so müsste das passen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Nicht Gebäude genügend zu Arbeiter. verbessern. Das kommt gut. Vollbeschäftigung. So, ganz wichtig natürlich die Waffenkammer. Die brauche ich hier direkt nicht neben das Vorratslager, sondern gegenüber. Und die Holzunterkünfte, die brauchen wir hier auch noch. Ist eigentlich egal, wo die stehen, aber ja. Hau sie mal hier hin. So, wie viel Holz haben wir? Aha, okay, hier vorne kann ich dann auch nochmal die eine oder andere Holzfällerhütte hinsetzen. Es wird hier ansonsten ein bisschen ja, zu stark zuwachsen, bevor die Leute hier nichts zu tun haben. Und Holz kann man ja eigentlich nie genug haben. Keine Veränderung überschätzen, mein Lord. Steuern werden wir auch mal direkt hochsetzen. Unsere Ebenso limitierten die Vorräte wachsen. Ration. So, der kann jetzt hier direkt neben dem Vorratslager platziert werden, weil die Pfeilmacher natürlich, ja, die sollten einen möglichst kurzen Weg zum Vorrat haben, finde ich, damit die möglichst viele Pfeile produzieren. Darum ist auch hier die Waffenkammer so nah. So, aber bevor hier Nahrungsprobleme entsteht, habe ich erstmal weitere Farmen gebaut. Käsereien. Jetzt steht hier ein Baum im Weg. Wir benötigen Holz. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu Ja, das könnte wirklich sehr knapp werden, ja. Ah!
Ich baue jetzt auch erst die Farm oder die Käsereien. Und dann neue Häuser. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Erst die Stütze, sag ich mal, jetzt da sind und dann die stockenden Mäuler. Ja. So, die ersten Bogenschützen können ausgebildet werden. Naja gut, macht natürlich jetzt auch keinen Sinn, da die guten Bauern abzuziehen. Gucken wir derweil mal nach Befestigung. Das Tor passt hier hin. Bauen wir das doch. Ja, hier gibt es immer bei diesen Steilwänden Probleme. Mit den Wänden ist da... Ist der Aufgang eventuell noch nicht abgeschlossen, also könnte der Gegner da durch oder doch nicht oder wie auch immer. Und hier vorne da, ja, ist so eine Ecke, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da eine Stufe ist oder nicht. Ich weiß es nicht, darum mache ich das Spiel lieber nochmal einmal mehr. Mache ich lieber einmal eine Palisade mehr als ein wenig. Noch ein Tor. Das wird alles barrikadiert. Sehr schön. Ja, und hier sieht man natürlich überhaupt nichts mehr. Wo sind hier Steine? Klar, da vorne sieht man Steine, aber ist hier zwischen. Ja, gut, ich könnte natürlich die Karte drehen. Habe ich aber kein Interesse daran. Ja, ich mach's doch mal. Nein. Verdammt. Ach, okay. Man sieht, okay, da ist ein Unterschied. Schadet aber nichts, da eine Palisade hingebaut zu haben, denn daran können wir gleich dringend benötigte Holzplattformen bauen. Die brauchen nämlich immer eine Palisade, um sich anzulehnen. So, jetzt aber. Ja, ich sagte ja gerade, der Strom, wenn man ihn überhaupt Strom nennen kann, aber Angriff, der teilt sich gleich in zwei Gruppen auf. Eine geht hier unten runter, die andere hier oben in die Richtung. Hier, da ist ein Strom. Dann teile ich jetzt auch. Eventuell könnte ich hier vorne eine Plattform hinpasst. Na, natürlich nicht. Da. Ich könnte hier vorne setzen. Aber ich glaube, dann schicken wir mal die nächsten hin. Naja gut, dann warten wir mal auf mehr Bögen. Ja, im Prinzip läuft jetzt erstmal alles soweit. Könnte hier vielleicht den ein oder anderen Holzfäller mal umquartieren. Ach verdammt. Umquartieren. Wobei eigentlich war er gar nicht so schlecht. Ach. Naja, gut. Passiert. So, Pfeilmacher können wir auch immer gut gebrauchen. Je mehr wir davon haben, desto schneller läuft natürlich die Fallprodukte, die Bogenproduktion anstellen. Ach, da sind sie schon, habe ich ja noch gar nicht. Ja, wie man sieht. Und die anderen da.
Keine Chance. Ja. Ich hoffe, die Kühe stören mich. Also mir gehen sie ziemlich auf die Nerven. Obwohl ich die ganz schön animiert finde. Der Sound hätte besser sein können, aber die Animationen sind ganz schön gemacht. Wenn die sich aufrichten oder hinlegen, sieht ganz schön aus. Man sieht auch, sie geben gut Milch. Gesagt. Vier Stück passen auf eine Holzplattform. Die Treppe nicht mit dazu gerechnet, auf die geht teilweise auch nochmal der eine oder andere Bogenschütze. Das ist aber nicht das, das ist nur ein Zweck der Sache, dass man die auf, die Treppe schickt. So, und jetzt passiert das, was bei Monokultur bzw. bei nur Käseernährung ziemlich gefährlich ist. Dass die Kühe alle sterben und dann erstmal eine gewisse Zeit kein Nahrungseinkommen mehr besteht. Das heißt, jetzt werden erstmal die Vorräte aufgebraucht, weil alle Kühe durch eine Krankheit dahingerafft wurden. Aber unser Lager ist voll genug. Hoffe ich doch. Bin zur Stelle. Rücken aus. Da sind die erstmal. Schön. Bin zur Stelle. Ja! Sind auf dem Weg. In Bewegung. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Rücken aus! So, mehr Pfeilmacher. Wo geht der hin? Achso, braucht eventuell Platz. Dann wollen wir ihm den gewähren. Wir benötigen Gold. Nein, nicht genug Gold. Okay, und ich sehe auch, die ersten 15 Minuten sind gleich rum. Dann machen wir an dieser Stelle mal einen Schnitt und ja, dann geht's gleich. Dann kommt die nächste Folge.